Ich grüße euch zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich und heute habe ich mir mal ein ganz anderes System herausgefischt und zwar den Game Boy Color. Und auch da habe ich mal wieder die Seite Game FAQ zu Rate gezogen, was denn so als an schlechten Spiel für das System gibt. Und herausgekommen ist Gremlins Unleashed. Ja, warum habe ich mir das Spiel rausgesucht? Ich habe das schon mal vor einiger Zeit Gremlins 2 für den Game Boy getestet und das war schon nicht so geil, aber das soll noch schlechter sein, obwohl es eigentlich relativ spät für das System erschien, nämlich 2001. Aber wollen wir mal gucken, warum das jetzt so wirklich mies ist. Eigentlich so vom Startbildschirm geht das eigentlich, würde ich sagen. Okay, sogar verschiedene Sprachen, was natürlich immer gut ist. Schauen wir mal rein. Nehmen wir natürlich Deutsch, logischerweise, weil klar. Okay, sogar ein Link-Modus. Hey, ich muss mal kurz den Lautstärke hier runterdrehen. Irgendwie geht mir die Musik jetzt schon auf den Keks. Frohe Weihnachten, Billy. Ist eigentlich sowieso, finde ich, komisch, dass jetzt so spät noch ein Gremlins-Spiel erschienen ist. Und weil 2001, das ist ja eher so die Ära der 80er Jahre, wo die Filme populär waren. Schauen wir mal. Ich drücke es einfach mal Start. Keine Ahnung. Jetzt habe ich wahrscheinlich die hochspannende Story übersprungen. Es tut mir leid, aber gibt sicherlich auf YouTube irgendwelche Let's Plays oder Long Plays, wo ihr das mal nachschlagen könnt. Ja, wir wollen anscheinend spielen wir jetzt aus, wie wir spielen wollen. Natürlich Gizmo. Also, wenn ich schon Gremlins Spiel spiele, will ich natürlich den Gizmo spielen, ne? Das Haus von Billy. Okay. Och, ja. Also Animation, die haben sie gut gemacht. Ne? Hier so ein bisschen wackelt er, dann zieht er die Ohren ein. Also, das geht eigentlich. Okay, hier springe ich. Und hier wird die Attacke sein. Was macht er da? Ist das irgendwie Schreien oder? Man weiß es nicht, würde ich sagen, ne? Ah, er kann sogar klettern, okay. Ist auch geil, ne? So ist sein Haus. Und guck mal, wie das hier aufgeteilt ist. Klar, die Gremlins sind nicht groß, aber... Na, so, da. Dann gucken wir mal. Oh. Liebe ich immer sowas. Muss ich das einsammeln? Hier, komm her, komm her. Oh. Ja, das war ja so im Gameboy-Teil so der große Knackpunkt, dass man nur diesen gammeligen Bleistift hatte und da wie sich mehr schlecht als recht zur Wehr setzen konnte. Okay, ich glaube hier... Ah, ich glaube, da komme ich nicht hoch. Aber wo das heruntergefallen ist, ich liebe sowas, wenn man sowas nicht vorahnen kann und einfach Schaden nimmt. Schon tot? Das ging schnell. Das ging schneller als erwartet. Okay, muss ich aufpassen. Also ich darf hier, glaube ich, nicht... Ball hat mich getötet. Ja, komm her. Okay, hier komme ich auch nicht hoch. Ach, hier kann ich auch hoch. Oh. Gut, also man muss hier auf jeden Fall irgendwie herausfinden, wo man hochklettern kann und wo nicht. Zack. Ah. Ja, also steuerungsmäßig geht's eigentlich, muss ich sagen. Also da kann ich mich nicht beklagen. Warum müssen wir eigentlich Süßigkeiten einsammeln? Ich habe die Gremlins-Filme gerade jetzt nicht so präsent im Kopf, muss ich sagen. Aber hey. Ach, die geben Leben. Ach, das ist ein Fotofilm? Da müssen wir bestimmt irgendwie hoch. Also dieses Gegner-Gedönse, das nervt mich etwas. Aber jetzt so einen ganz dramatisch schlimmen Eindruck macht das jetzt eigentlich nicht. Also ich glaube, das war das zweitschlecht bewertetes Spiel. Klar, mit diesen Bewertungen ist natürlich immer so eine Sache. Ist sehr subjektiv, aber irgendwie muss ich mir eine Orientierung holen. Wenn das jetzt bei vielen User-Bewertungen so abgeschnitten ist, dann hey. So. Aber wie gesagt, immerhin kann man hier kämpfen und nicht wie beim Gameboy-Titel, wo man nur diesen komischen Bleistift mit einer extrem kurzen Reichweite hatte. Habe ich es jetzt geschafft? Wo muss ich denn lang? Also die Level scheinen so ein bisschen offen design zu sein, nenne ich es mal. Okay. Ich glaube, an allem, was grün ist, kann ich mich langhangeln, oder? So, auch hier. Boah. Gucken wir mal, ne?
Gut, dass Plattformer so etwas offen sind, bin ich persönlich kein großer Fan von. Aber es ist natürlich zu linear, natürlich ist. Ist das natürlich, kann es auch schnell langweilig werden, aber so gesehen, bei Mario, zumindest bei den alten Mario-Titeln, ist das ja auch linear. Okay, da gab es auch immer irgendwelche Geheimnisse und versteckte Sachen und so weiter. Aber ich mag das irgendwie lieber. Aber es ist ein persönlicher Geschmack, das muss man nicht genauso sehen. Die Musik ist irgendwie nicht so geil, ne? Aber farbmäßig haben sie es ganz gut gemacht, finde ich. Muss ich diese Fehlwürmer eigentlich irgendwie einsammeln oder. Oder geben die nur Punkte? Aha! Ja, ja! Ja, ich will. Ja, hallo? Lass mich einmal Schaden nehmen und gut ist. Also die Gegner vernünftig zu bekämpfen, das ist echt nicht so einfach, weil die so aggressiv auf einen zugestürmt kommen. Die Musik geht mir jetzt langsam auf den Keks. Zum Glück habe ich sie gerade bei mir leiser im Headset gedreht. Ja, heute war übrigens keine Panda-Mütze. Kann ich ja auch nicht ständig anziehen, ne? Weil sonst wird die eh nur schnell dreckig. Komm her. Ich frage mich immer noch, was für eine Attacke das sein soll. Komm ich da hoch? Ja. Immerhin, man hat ja diese drei Herzen da unten, aber immerhin scheint man die doch relativ gut einsammeln zu können. Oder muss ich jetzt Brillen einsammeln? Also ich habe jetzt 37 Fotos da eingesammelt. Muss ich irgendwie Fotos machen? Mal gucken. Ach, mit Zenith sehe ich gerade, will ich da die Sachen aus. Ah, das sind die Angriffe. Jetzt habe ich den Bogen. Okay. Gut, also kampfmäßig habe ich ja bisher jetzt keine Probleme gehabt. Was muss ich jetzt machen? Also wäre es natürlich jetzt immer, oder nee, nicht immer, aber wenn das zu offen Design ist, ist es natürlich auch nicht geil, ne? So. Wo muss ich hin? Also unten, da ging es ja nicht weiter. Und jetzt bin ich hier oben und da geht es auch nicht weiter. Tju! Boah, den haben wir aber mitten im Lauf getroffen. Ja, keine Ahnung. Ah, schade, ich dachte, ich kann beim Klettern den Bogen benutzen, aber das geht natürlich nicht. So kampferfahren, erprobt ist er anscheinend nicht, der gute Gizmo. Vielleicht doch hier unten lang? Keine Ahnung. Das ist das erste Level, ne? Das erste Level sollte ja eigentlich immer so mit das Einfachste sein. Aber wie gesagt, immerhin die Animationen, die sehen doch eigentlich relativ hübsch aus. Also da habe ich schon wesentlich schlimmere Titel bei mir gehabt. Durch Steuerung, also wenn man nach links und rechts geht, springen und so, das wird eigentlich immer gut ausgeführt. Halt mit den Gegnern, die sind halt ein bisschen blöd platziert, die sind ein bisschen schnell. Aber ich denke mal, daran könnte man sich jetzt auch gewöhnen. Ich gehe nochmal hier ans Ende. Sonst bin ich, glaube ich, echt ratlos. Was muss ich machen? Ach, hier geht's noch weiter runter. Oder komme ich da her? Bin mir gerade unsicher. Ich glaube, da komme ich her. Komm her. Zack. Immerhin scheinen die Gegenstände auch zu respawnen. Oder denke ich das gerade nur? Ich habe keine Ahnung. Ja, komm her, komm. Ja. Also das Kämpfen ist etwas fummelig, aber... Also dass das Spiel jetzt so schlecht ist, sehe ich jetzt nicht so, ne? Ich habe auch letztens das zweitschlechteste Game Gear Spiel laut der Seite irgendwie angespielt. Das war ja auch einfach nur schwer. Das war ja per se jetzt kein schlechtes Spiel irgendwie. Ich frage mich jetzt halt nur, was ich hier machen soll. Okay. Ach, das... Ach, er macht denn ein Foto! Das soll das sein, dass er hier den Blitz denn macht. Das sehe ich gerade auch. Es wurde so eine kleine Kamera da. Ah. Okay, gut.
Haben wir das geklärt? Da sind die Fotoapparate hier nur die, ja, die Waffenmunition in dem Sinne. Aber was ich machen muss, ich habe keine Ahnung. Also als Kind hätte mich das jetzt schon wieder etwas frustriert. Hm. Ich irgendwie nach links. Erstmal hier, zack. Nee. Was bringen denn eigentlich diese Brillen? Also Pause, Start, ich dachte, dass ich... Die kann ich ja auch nicht aktiv auswählen, ne? Oder muss ich diese komischen Brillen einsammeln in eine gewisse Zahl? Man weiß es nicht, ne? Der Gegner respawnen natürlich auch, aber gut, für die Gegenstände... Zumindest glaube ich, dass sie respawnen. Und es ist ja natürlich auch logisch, dass die Gegner auch respawnen. Ob es Sinn macht oder nicht, sei mal dahingestellt, würde ich sagen. Ja, schon das erste Level. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch machen soll. Also technisch steht das Spiel solide. Achtung. Retro-Panda-Wort-Bingo. da, aber... Es ist natürlich kein überklasse, super geil Titel, klar. Aber schlecht ist es nicht. Aber so gesehen habe ich jetzt auch jetzt schon keine Lust mehr, ehrlich gesagt, groß weiterzuspielen oder da jetzt noch groß Zeit hinein zu versenken, weil. Wenn ich schon am ersten Level scheitere, ey. Keine Ahnung. Auf jeden Fall besser als der Gameboy-Titel, würde ich so aus dem Bauch heraus sagen. Der war natürlich zwar etwas linearer, aber dafür steht das hier eigentlich besser da. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt die ganze Zeit hier im Kreis rumlaufe, haben wir einen Blick reingeworfen. Es ist jetzt nicht wirklich kacke, also richtig, richtig mies, aber richtig geil ist es natürlich auch nicht. Diese Bewertung hat es sich komplett umsonst gehabt, aber es gibt wirklich Schlimmeres. Naja. Auf jeden Fall schön, dass ihr reingeschaut habt. Vielen Dank und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem, wann ihr das hier guckt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.